Je mehr Sinne man anspricht, das weiß jeder Pädagoge, es sind ja einige Lehrer unter euch, je mehr Sinne man anspricht, desto wahrscheinlicher ist es, dass der, der es hört, es auch versteht und behält. So wie heute Abend spreche ich im Prinzip nur den Hörsinn an von euch. Ihr seht mich zwar, aber das ist auch nicht berauschend, aber ihr hört, was ich sage, aber das ist es dann. Viel anders ist es, wenn man das, was man hört, auch erlebt. Wenn man es tastet, wenn man es fühlt, spürt, schmeckt. Und das ist eigentlich dann, was bleibt. Und das ist der ganze Sinn von Erlebnispädagogik, dass man nicht nur einen Sinn anspricht, sondern alle. Die Botschaft ist nicht neu, die Botschaft ist so alt wie die Menschheit. Es gibt übrigens nichts Neues unter der Sonne, das sagt schon die Bibel. Wenn was Neues ist, ist es wahrscheinlich falsch. Denn alles wiederholt sich. Und trotzdem brauchen wir das, wir brauchen den Zuspruch und wir brauchen Erinnerung. Sieh dir, es kann ohne weiteres sein, dass du mal wirklich verstanden hast, dass Gott dich liebt. Vielleicht hast du das mal wirklich verinnerlicht. Das heißt aber nicht, dass du den Zuspruch heute nicht mehr brauchst. Denn es kann sein, dass du es vergessen hast. Und je mehr Sinne wir ansprechen mit der Botschaft, desto tiefer prägt es sich ein und begleitet uns durch das Leben. Und die Anna hat vor Zeit mal eine Andacht gehabt, da hat sie irgendjemand zitiert, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber der Satz lautete, die wirkliche Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu erforschen, sondern darin, mit neuen Augen zu sehen. Es ist zwar so, die meisten von euch werden diese Woche neue Landschaften erforschen. Absolut. Wenn nicht alle von euch. Und das ist schön, das ist wichtig, das ist gut. Aber das wirkliche Geheimnis liegt darin, dass man das Alte, was man kennt, mit neuen Augen sieht. Dann lernt man wahrzunehmen. Einmal sagt der Apostel Paulus, zitiert einmal den Propheten Jesaja, das kannst du dann nachlesen, Apostelgeschichte 28 im letzten Kapitel, da sagt er, ihr seht und seht, aber ihr nehmt nichts wahr. Ihr hört und hört, aber ihr versteht nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich muss aufzeigen, ich habe schon so viel gesehen, aber so wenig verstanden oder wahrgenommen. Seht ihr, und auch die Woche, ihr hört viel, ihr werdet viel hören. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, wie viel wirst du verstehen? Wie viel werde ich verstehen? Ihr werdet wahnsinnig viel sehen, aber wie viel wirst du wahrnehmen? Und das ist der große Unterschied. Und darum bin ich auch überzeugt von dem, was wir tun, jetzt diese Woche, weil es ist nichts Neues, was wir tun. Es ist einfach, wir sprechen mehr Sinne an mit derselben Botschaft. Da gibt es eine Geschichte, und zwar ist die im Lukas 24. Ich möchte da nur die als Sprungbrett nehmen für ein paar Gedanken, die ich euch mitteilen möchte. Im Lukas 24, das ist das letzte Kapitel in diesem Evangelium. Übrigens, falls du noch nie die Bibel gelesen hast, kein Problem. Wir haben auch welche hinten, kannst, wenn du willst, mitschlagen. Wenn du sagst, na, das ist mir lästig, dann hör einfach zu, auch gut. Und wenn dir das auch lästig ist, sitz einfach da und es vergeht. Na, ich möchte dich ermutigen, hör, soweit du kannst, zu. Und ich habe keine Ahnung, wo ihr steht. Ich weiß nicht, was du von Gott hältst, was du von der Bibel hältst, keine Ahnung. Aber das ist nicht so tragisch. Hör einfach zu, erleb einfach mit und versuche wahrzunehmen. Das ist das Wesentliche. Und im Lukas 24 ist die Geschichte, und zwar hat sich die am Ostersonntag zugetragen, vor ungefähr 2000 Jahren. Und zwar war der Ostersonntag, das ist bei den Juden der erste Tag in der Woche, da beginnt die Woche Sonntag, heute sind wir im ersten Tag. Und das ist der Tag, wo Jesus von den Toten auferstanden ist. Am Karfreitag, wissen wir, wurde er gekreuzigt. Und am dritten Tag, am Ostersonntag, ist er auferstanden von den Toten und lebt. Jesus Christus erfreut sich momentan bester Gesundheit, den brauchst du nicht bedauern. Und dieser auferstandene Christus,
Da sind zwei Jünger, die von Jerusalem weggehen in eine Ortschaft, die heißt Emmaus, ungefähr 11 Kilometer von Jerusalem weg. Und die sind von Jerusalem weggegangen am Ostersonntag und waren ziemlich niedergeschlagen und bedrückt. Kann auch sein, dass einige von euch niedergeschlagen sind, würde mich nicht wundern. Wenn es normal bist, dann ist die Hälfte niedergeschlagen. Jetzt beginnt zwar der Urlaub, das ist schon mal ein Grund, dass weniger Niedergeschlagene sind, aber der Alltag ist nicht leicht. Der Alltag ist oft ganz schön schwer. Wir wissen das. Die gehen niedergeschlagen weg von Jerusalem. Und interessanterweise kommt ein dritter Geselle dazu. Und das ist der auferstandene Jesus. Die erkennen ihn aber nicht. Ich lese euch nur kurz vor. Das ist eine faszinierende Geschichte. Ihr könnt es nachlesen. Lukas 24, Vers 13. Da lesen wir, und siehe, zwei von ihnen, das heißt zwei von den Jüngern, das waren Jünger Jesu, die sind ihm, als Jesus als Mensch lebte, sind sie ihm nachgegangen, haben zugehört, dann haben sie gesehen, er wurde gekreuzigt und nach zwei Tagen und am dritten Tag sind sie dann weggegangen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Ort mit Namen Emmaus, 60 Stadien, 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, ja, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Übrigens, Jesus hatte einen guten Sinn für Humor. Das gefällt mir, gell? Sie sagen, ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Und Jesus, ich meine, der wusste, was geschehen ist, der war ja am Kreuz. Gell? Er sagt, ja, was ist geschehen? Erzähl's ein bisschen. Sie aber sprachen zu ihm, ja, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war. Er war ein Prophet, jetzt kannst du vergessen, jetzt ist er nur noch tot, der war ein Prophet. Mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Weißt du das nicht? Dann sagen sie, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen soll. Wir haben gehofft, aber kannst vergessen, die Hoffnung ist vorbei, er ist jetzt tot. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, Überraschung, Überraschung, der dritte Tag, dass dies alles geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, das ist bis heute so geblieben, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und im Herzen so träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dieses leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, es ist schon Abend, der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein und blieb bei ihnen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Und da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er uns auf dem Weg redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf
und kehrten nach Jerusalem zurück. Nur ein paar Dinge über Wahrnehmung hier in dieser Geschichte. Jesus hat, ich weiß nicht, wer von euch die Bibel liest, aber Jesus hat ein paar Mal vorhergesagt, ich werde getötet, gekreuzigt werden von den Obersten, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Das wussten die Jünger. Das heißt, wo hätten diese zwei Jünger sein müssen am dritten Tag? Die hätten alle Blumen kaufen müssen, Spalier vorm Grab stehen und Jesus empfangen. Denn er hat gesagt, ich werde auferstehen am dritten Tag. Die wussten es. Aber interessanterweise, was haben sie gemacht? Genau am dritten Tag gingen sie weg von Jerusalem. Niedergeschlagen und enttäuscht, denn er ist nur noch tot. Und dann kommt noch dazu Jesus selbst, der Lebendige, der Auferstandene, zu diesen Zweien dazu. Und es steht hier, ihre Augen wurden gehalten. Wir wissen nicht, warum sie gehalten waren. Vielleicht hat ihr Unglaube ihre Augen gehalten. Vielleicht hat Gott ihre Augen gehalten. Es steht hier nicht beschrieben, warum. Es steht nur da, sie haben ihn nicht wahrgenommen. Und ich, da manchmal denke ich mir in meinem Leben, wenn es mal nicht so gut geht, und die Zeiten haben wir alle, denke ich mir, Herr Jesus, wenn du jetzt nur in Person neben mir wärst und mit mir gehen würdest, das würde alles ändern. Aber ich bin mir nicht sicher. Denn sieh dir, die zwei Jünger, bei denen ging Jesus buchstäblich neben mit ihnen, das hat ihr Leben überhaupt nicht verändert. Sie sind weitergegangen, weg von Jerusalem. Haben noch gejammert, dass nichts geschehen ist und dass dieser Jesus tot ist und so weiter. Und dann sagen sie noch zu Jesus, ja, bist du der Einzige, der keine Ahnung hat, was überhaupt los ist? Und weißt du was, so bin ich auch. Ich sage oft mal, Jesus, bist du der Einzige, der überhaupt nichts weiß, was los ist in meinem Leben? Und du scheinst dich überhaupt nicht zu kümmern. Weißt du nicht, wie es mir geht finanziell? Weißt du nicht, wie es mir geht in der Beziehung mit dem oder mit der? Weißt du nicht, wie es mir geht gesundheitlich? Weißt du nicht, wie schwierig es gerade in meiner Kirche ist? Hast du keine Ahnung? Und Jesus ist derjenige, der mittendrin ist. Und doch reden wir genauso wie dieser Jünger. Dabei ist die Tatsache die, dass Jesus jede Sekunde bei uns ist. Das ist die objektive Wahrheit, denn er ist auferstanden. Er lebt. So wie er bei diesen, und das ist interessant, objektiv war Jesus gegenwärtig mit diesen zwei Jüngern unterwegs. Aber subjektiv haben die zwei Jünger nichts kapiert. Sie gingen, als ob sie alleine gehen. Seht ihr, das ist bei mir auch manchmal. Objektiv weiß ich, Jesus ist da. Aber subjektiv, mein Empfinden sagt mir, oh, ob es den Jesus überhaupt gibt, keine Ahnung. Und so, das ist so ein Unterschied, ob wir in diesem Ich leben, wo es immer nur um mich geht, ich bin allein und ich muss mich sorgen und ich muss schaffen und ich muss tun und niemand kümmert sich. Oder ob ich lerne, in diesem Wir zu leben, Christus ist objektiv da und er weiß Bescheid. Das ist die Wahrheit. Einmal habe ich an einer Bibelschule unterrichtet in England, dann kam ein Student auf mich zu und hat gesagt, weißt du was, Hans-Peter, es fällt mir so schwer, immer so zu tun, als ob Jesus da wäre. Dann habe ich ihn gefragt, ob er Jesus kennt. Er hat gesagt, ja, kennt er. Und ich habe gesagt, bist du gläubig? Ja, ist er. Und ich habe gesagt, glaubst du, dass Jesus auferstanden ist am Ostersonntag? Er hat gesagt, ja, das glaube ich. Dann habe ich gesagt, ja, wenn er auferstanden ist, wo ist er dann heute? Lebt er dann heute? Dann hat er gesagt, ja, wenn er auferstanden ist, dann lebt er. Dann habe ich gesagt, ja, glaube ich ja. Dann habe ich gesagt, und wenn er lebt, ist er dann da oder nicht? Dann hat er gesagt, ja, dann ist er ja da. Dann habe ich gesagt, ja, genau. Seht ihr, du kannst höchstens so tun, als ob er nicht da wäre. Die objektive Wahrheit ist, er ist da.
Aber seht ihr, wir drehen es oft um. Er hat gefragt, es fällt mir so schwer, so zu tun, als ob Jesus da wäre. Freunde, wenn das unser Glauben ist, dann vergiss es. Wenn wir nur so tun müssen, als ob er da wäre, das kannst du vergessen, dann kannst du irgendwas glauben, an einen Teddybären auch oder an eine Statue oder an sonst was. Es ist genau umgekehrt. Die objektive Wahrheit ist, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und lebt und da ist. Du kannst aber so tun, als ob er nicht da wäre. Und das ist mein eigentliches Problem. Dass ich in der Früh aufstehe. Wisst ihr, mein Problem ist nicht, dass ich in der Früh aufstehe und denke, was soll ich heute für wilde Sünde begehen? Ich weiß nicht, das Problem habe ich gar nicht so. Aber mein größtes Problem ist, dass ich in der Früh aufstehe und komplett vergesse, dass Jesus da ist. Und ich glaube, ich muss alles alleine schaffen. Das ist die Sache. Und also ein Punkt, den ich hier sagen will, ist, die Gegenwart, die objektive Gegenwart Jesu hat diese zwei Menschen noch nicht verändert. Die gingen weiter weg von Jerusalem. Und jetzt ist Jesus gegenwärtig, die Woche ist Jesus gegenwärtig, aber nur die Gegenwart Jesu wird dein Leben noch nicht verändern. Der kann da sein, der ändert dich bei dir gar nichts. Das Interessante ist dann, dieser Jesus hat dann zu ihnen geredet, o ihr Unverständigen und im Herzen so träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und er öffnete ihnen die Schriften und von Mose anfangen und alle Propheten erklärte er ihnen, was ihn betraf. Wisst ihr, wann das Alte, ich weiß nicht, ob ihr das Alte Testament schon mal gelesen habt, aber es kann ziemlich langweilig sein. Ich weiß nicht, ob du es schon mal versucht hast. Wenn du es als langweilig empfindest, gebe ich dir einen Tipp. Du musst überall Jesus finden. Und wenn du beginnst, das Alte Testament so zu lesen, dass du Jesus findest, dann werden die Seiten bunt, lebendig und froh. Jesus hat ihnen die Bibelarbeit gegeben, von Mose anfangen und alle Propheten erklärte ihnen das, was ihn betraf. Das Alte Testament ist voll von Jesus. Es hat ihn vorhergesagt. Das ist spannend. Aber das Interessante ist, sie waren zwar, ihr Herz brannte zwar, lesen wir später, aber sie gingen trotzdem weiter weg von Jerusalem. Hat es immer noch nichts verändert. Es kann sein, dass einige Leute schon 100 die besten Predigten gehört haben, aber es hat ihr Leben nicht verändert. Das Wort Gottes alleine verändert dein Leben nicht. Und jetzt ist das, was mich fasziniert bei dieser Geschichte. Dann kommen sie an, da in Emmaus, und dann zuerst tut Jesus, als ob er weitergeht. Jesus drängt sich übrigens niemals auf. Er lädt immer nur ein. Aber er wird sich dir nie aufdrängen. Er ist ein Gentleman. Und dann bitten sie ihn, ja, bleib doch bei uns, es ist Abend, der Tag hat sich geneigt. Es ist ja so, die Abende sind ja die schönsten Zeit vom Tag. Wenn man am Abend von der Arbeit des Tages hinsitzt und ein Glas Wein trinkt, am Dauernhof nicht, aber sonst wo, dann das kann man so richtig genießen. Das ist die schönste Zeit vom Tag. Und da sagen sie, bleib noch bei uns an diesem Abend. Wir wollen noch ein bisschen mit dir reden. Und er willigt ein, er bleibt. Und dann er als der Gast, das ist interessant. Es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen und da wurden ihre Augen aufgetan. Das ist faszinierend. Hier haben sie ihn erkannt. Warum? Miteinander Abendessen ist für einen Juden ein Freundschaftsangebot. Wenn ein Jude, ein gläubiger Jude, dich zum Abendessen einlädt, dann bist du sein Freund. Das heißt, das ist enge, freundschaftliche, liebevolle Gemeinschaft. Für uns ist das vielleicht nicht so bedeutend, für einen Juden schon. Und wisst ihr, wann diese Jünger Jesus entdeckt haben, erkannt haben, wer er ist? In dieser intimen, freundschaftlichen Atmosphäre. Und was ich euch am meisten wünsche diese Woche, egal wo du stehst in deinem Leben mit Jesus, ist, dass du in dieser Intimität, dass du die erfährst, denn erst dort werden unsere Augen geöffnet und wir erkennen, er ist es.
die Bibelarbeiten können bei dir vorbeigehen, genauso die Tatsache, dass Jesus da ist, kann auch vorbeigehen. Aber wenn du in der freundschaftlichen Intimität Jesus erlebst, da gehen die Augen auf. Und dann weißt du, er ist es. Und der nächste Satz steht dann: Und sofort standen sie auf und gingen zurück nach Jerusalem. Das hat ihr Leben verändert. Und das wünsche ich uns, dass wir diese intime Freundschaft mit Jesus wahrnehmen. Wahrnehmen. Nicht nur hören, sondern wirklich verstehen. Und das ist nicht weniger als ein Wunder. Das ist das Schönste, was uns passieren kann. Dafür bete ich. Darum gibt es den Dauernhof. Darum sind wir da. Und wir müssen es selber, die Herausforderung ist für uns genau dieselbe wie für euch. Du kannst 10 Jahre am Dauernhof arbeiten und die Gemeinschaft mit Jesus verpassen. Das kann dir passieren. Darum gilt für jeden dasselbe, egal in welchem Umfeld du lebst. Und es ist aber das Schönste, das es gibt. Ich bete noch, lieber Vater, ich danke dir für dein so gutes Wort. Ich danke dir für diese Geschichte, die wir aufgeschrieben haben, wo du mit diesen 2 Jüngern nach Emmaus unterwegs warst und du dich ihnen offenbart hast, durch dein Mitgehen, durch dein Reden, diese Offenbarung aus dem Alten Testament, dass du der bist, um den es geht, und dann die freundschaftliche, intime Atmosphäre am Abend mit diesen Jüngern. Und danke, dass du heute genau dasselbe Angebot machst. Diese Woche gehst du mit uns. Wir wissen es, Herr. Diese Woche wirst du zu uns reden, auch durch dein Wort, auch durch die Schöpfung, die Natur, auch durch den anderen Menschen, auch durch die Umstände, in die wir hineingestellt werden. Du redest zu uns, Herr. Aber Vater, was wir uns am meisten wünschen, ist, dass wir dich als unseren Freund kennenlernen, unsere Augen aufgetan werden und dich erkennen. Herr, dafür bete ich für mich selbst, für die Mitarbeiter hier am Dauernhof und auch für die Teilnehmer diese Woche. Möge uns diese Gnade widerfahren. Und ich bete, Herr, dass wir uns nicht entgegenstellen, dass wir dich nicht abwehren, sondern dass wir dich ranlassen. In Jesu Namen. Amen.